Rotatoren, Knochen und Slivo. Vielen Dank, liebe Melli. Ja, also, wir sind gespannt, ob hier nochmal so eine Ansage kommen wird im Spiel. Das große Finale, wer wird deutscher Meister, wer wird Deutschlands bester Gamer? Die Statistik würde sagen, dass wir hier Planet Key Dynamics als ja, heißer Titel-Anwärter sehen. Und ich bin wirklich gespannt, ob es dazu kommt oder nicht. Also, bisher gab es das noch nie, dass ein Team zweimal den Titel geholt hat in der EPS. Die sechste Season, fünfmal unterschiedliche Clans haben wir am Ende als deutschen Meister gesehen. Planet Key Dynamics, die sind in der Liste noch nie aufgetaucht. Deshalb wäre es der große Moment für sie. So, Nuke fliegt raus, Train fliegt raus. Train war klar, Season wird wahrscheinlich auch rausfliegen. Das wäre die größte Überraschung, wenn wir die sehen. Und da ist sie auch schon weg. Und Trouble haut Mirage raus. Nein, Cash. Okay. Ja. Also, Inferno, das 2, Mirage. Und das 2 war Mausbots bisher im direkten Aufeinandertreffen gegen Playing Ducks. Inferno. Sehr gut. Von daher war das klar. Inferno, der Pip, der Pick von Trouble. Und Mirage, die Decider-Map. Also, gute Map-Picks, die zeigen hier für Überraschung. Und Cartman nickt dann nochmal ab in die Kamera. Sehr schön. Ich ja, und wir sehen zum ersten Mal heute Inferno. So sieht's aus. Ja, und dreimal gab es das Aufeinandertreffen. Mausbots gegen Planet Key Dynamics im Laufe der Season. Und dreimal hatte Mausbots da die Nase vorn. Dreimal als Sieger hervorgegangen. Mausbots ungeschlagen hier auf den Finals, ungeschlagen auf die Finals eingezogen und auch auf den Finals bisher ungeschlagen. 87% die Quote auf das Team von Maus, 13% denken hier an die Spieler von Planet Key Dynamics. Und auf 99 Damage der Vote nicht ganz so deutlich, aber trotzdem auch in der 80%-Bereich. 80,47% auf Maus, 19,53% auf die Jungs von Planet Key Dynamics. Knapp 500 abgegebene Wetten und ja, also Mausbots im direkten Vergleich gegen Planet Key Dynamics. Das 2, einmal Mausbots gegen Planet Key Dynamics, 21-18, da das bessere Ende für Maus. Das war im Cup Nummer 3 und im 5. und letzten Cup, da hat man ebenfalls nochmal das 2 gespielt. Da ging es 16-3 dann an Mausbots aus. 14-1 in der ersten Halbzeit und das auf der CT-Seite. Ja. Aber auch Planet Key Dynamics hat heute eine sehr, sehr gute CT-Halbzeit gezeigt. Und sollte es zu Mirage kommen, da hat sich Mausbots ebenfalls schon mal auf das Spiel von Planet Key Dynamics gefreut. Und das endete mit 16-2, das war im zweiten EPS Cup. Und auch dort 14-1 in der Halbzeit vorgelegt, auf der CT-Seite ebenfalls. Also rein auf dem Papier, Mausbots hier der Favorit. Im Vote der Zuschauer ebenfalls vorne. Und ja, bevor wir gleich auf die Spieler etwas näher eingehen, möchten wir beide nochmal einen Gruß und Dank loswerden, nämlich an alle Twitch-Subscriber, die uns hier natürlich ebenfalls unterstützen auf unserem Kanal. Deshalb liebe Grüße natürlich an alle Zuschauer zu Hause und besondere natürlich an die Subscriber. Ja, und ich hoffe, dass bei den Zuschauern zu Hause natürlich auch das neue Emoticon mit dem Schnitzel im Gesicht. Ja, aber doch nicht meins. Das ist, ihr könnt das leider nicht sehen, aber es liegt hier wirklich schon viele Stunden. Wenn ihr aber das sieht, es bläht sich so langsam auf. Ja, also Slivo legt es auch immer wieder auf den Rechner drauf, damit es weiterhin warm schön wird. Warm bleibt. Ich habe die Hoffnung, das wird noch durch. So, also, Mausbots gegen die Jungs von Planet Key Dynamics. Und da sehen wir Next, der heute einen wirklich sehr, sehr gutes Spiel gemacht hat, der mir großartig gefallen hat oder uns großartig gefallen hat. Und Strux hier heute ebenfalls gut unterwegs gewesen. Dafür, dass er so wenig Steam-Stunden hat, macht er hier wirklich ein tadellos gutes Spiel. Aber auch so, er braucht ja nie die überragend viele Stunden, um da auf dem Level zu sein. Aber Mausbots, wenn wir da nochmal vergleichen, beide Matches, die wir heute bisher gesehen haben, ist Mausbots doch nochmal auf einem anderen Niveau. Und das gilt es jetzt hier zu klären, ob Planet Key Dynamics sich davon nicht unbedingt einschüchtern lässt. Gegenhält Klü bei den ersten beiden Matches nicht so on top. Ja, aber er wurde auch fast nie angespielt. Genau, und das muss man halt sagen. Ne? Also Klü hatte da auch nie Phasen, wo er sich wirklich großartig beweisen konnte. Aber das wird sich definitiv in dem Spiel ändern, zu 100%. Ja, also was man sagen kann, ist, glaube ich, dass hier auch wieder viel Feuer drin sein wird. Oh ja. Mausbots, die im ersten Match sehr ruhig waren, da wurde gar nichts irgendwie rübergeschrien. Planet Key Dynamics hat es uns heute schon ein bisschen anders gezeigt. Und gerade da wird wieder auf jeden Fall Feuer drin sein. Trouble, der da vielleicht wieder in Richtung Mausbots schießen wird. Und
ja, da sind wir bei der Person, wo ich hin wollte, nämlich Trubley. Du könntest auch Nachrichtensprecher werden bei der Überleitung. Das sage ich immer wieder. Im Finale eines EPS-Finalspiels, da kommt immer wieder der Trubley-Faktor hinzu. Der. Und der ist, dass nicht mal unbedingt Druck auf ihm lastet, sondern er sich selber so viel Druck aufbaut. Er will unbedingt diesen ersten Titel haben seit Monaten, seit Jahren. Seit Jahren, ja. Und ja, da setzt er sich im Finale so unter Druck. Und ich glaube, oder ich hoffe für ihn wirklich, dass er das jetzt ganz gut im Griff hat und ja, sich selber dann nicht so unter Druck setzt und daran vielleicht wieder scheitert und zerbricht. So, nun gehen wir in die Knife Round, meine Damen und Herren. Bitte einen Riesenapplaus, Planet Key und Mouseboards. Die Knife Round. Na, also. Geht doch. So, manchmal muss man doch noch ein bisschen nachhelfen, aber jetzt. So ein Animateur wäre hier mal super. Ja, dann hol dein Handtuch raus und wedel. So, also auf geht's. In die Knife Round, die Seitenwahl. Auf das 2. Und da hat Planet Key heute eigentlich ganz gut ausgesehen in den Knife Rounds. Ja. Knife auch Star Wars noch mit 100. Hier das Knife nicht gesetzt. Schön. Und jetzt alle angeneift und bei Mouseboards. Chris J. war da noch mit 100. Alu hat noch 100 und er hat immer noch 100. Oh, ja. Und jetzt kann er einfach draufgehen. Den Hit, und die Knife Round muss es eigentlich jetzt sein. Oh. Ja. Dann lässt er ihn sogar erstmal auf sich zukommen und ihn anneifen. Und dann erst knifet er. Also, gut runtergespielt. Knife Round geht an Mouseboards, die auf die CT-Seite wechseln. Aber nun bin ich mal gespannt. Also, einmal ein sehr hohes Ergebnis von Mouse auf das 2 gegen Planet Key Dynamics. Einmal ein sehr knappes, was dann erst in der Overtime entschieden wurde. Und eine Overtime kann es auch heute wieder geben. Da nochmal Trouble im Bild. Und das ist eine Geschichte, auf die wir hier immer mal wieder ein bisschen achten werden. Wir feiern jetzt, wird das Ganze immer noch mal von vorne und neu gemischt. Und wir haben die Pistol. So sieht's aus. Also, auf in das letzte Spiel, auf in den letzten Kampf. Wer wird deutscher Meister? Wer wird Deutschlands bester Gamer? Nach spätestens 3 Maps werden wir es wissen. So, und wir schauen auf den Aufbau von Planet Key. Und Max kriegt da direkt erstmal einen Schnitzel ins Gesicht. Alu mit dem Frag und der war richtig schön. Schönes Ding. So, die Jungs von Planet Key entscheiden sich jetzt trotzdem Mitte zu zweit zu nehmen. Wobei Alu unter den Statistiken steht schon, dass er 3 gemacht hat. Ein 3K geholt. Mal gucken, ob der E-Bot schon mal spoilert für uns. Der Frag gegen Next, der zählt halt für 3. Ja, der sah aber auch so aus. So, Stavros jetzt mit der Smoke für die City Base. Sehr interessante Deckung da auf jeden Fall am A. Tapsen im Auto, Nuki im Spot, Chris J im Goose. Sehr, sehr gute Hits von Mouseboards. So, Tapsen hat auf jeden Fall Stavros unter Kontrolle. Chris J macht dann nochmal ein paar Hits. Tapsen und Nuki immer noch verdeckt im Spot. Ja, er zeigt sich immer noch nicht. Und Nuki hat sich dann nochmal eine Pose gewählt. Spielt das gut, ist aber jetzt entdeckt. Struxi und die Waffe ist leer von Nuki. Und Legia wartet immer noch einen kurz. Legia wartet immer noch einen kurz. Struxi versucht da jetzt was zu regeln. Dann Legia mit den Hits da. Struxi mit 4 AP. Die Pistole sieht gut aus für die Mäuse. Und dann Legia von kurz. Nuki da auch nochmal mit einem Jumpshot-Versuch. Und die First Round ist dafür Mouseboards, die bisher heute noch keine Pistol Round abgegeben haben. 5 von 5 Pistols geholt. Ja, und die Planet Key Dynamics, die haben bisher 2 Pistol Rounds für sich entscheiden können. Von 5. Schlechter hätte es auch gar nicht starten können dafür Planet Key. Gerade direkt der Schuss gegen Nex. Das haut dich natürlich direkt in deinem Aufbau komplett raus. So, lang jetzt Stavros wird dann nur gegen einen facen zusammen mit Nex. Der sogar die Tech spielt. Tech 9. Tapsen kommt, Chris J ist auch da. Oh, schöner Headshot von Trouble. Ja, saftiger Schuss. Da winkt er erstmal Richtung Chris. So, währenddessen Struxi mit Bombe durch, Glüh mit dabei und Nuki kriegt auch erstmal gute Hits. 61 noch bei ihm. Ja, setzt aber auch. Aber lässt sie nicht durchkommen. Jetzt allerdings kommen sie durch. Und Nuki an Langen. Immer noch Kontrolle mit Problemen da. So, währenddessen, Trouble versucht von hinten Damage zu machen. Legia wurde da ein bisschen attacked. Alu
Und dann stehen sie. Max fällt auch noch. Aber zumindest zwei Waffen rausgeholt plus Bombe gelegt. Ja, war ein bisschen unlucky. Also dieser Fight da gegen Nuki anlang. Wenn dann Nix ein bisschen besser trifft und Nuki fällt, haben sie ein bisschen mehr Kontrolle dann noch. Aber ja, ein bisschen glücklich von Nuki. Ja, trotzdem sagtest. Planet Key gerade halt alles gekauft, was geht. Damit folgt hier auf jeden Fall nochmal dann die Eco. So, und bei Mausports muss man natürlich auch ein bisschen aufs Geld achten. Chris J wieder auf Scout gegangen. Ja, und und nochmal Richtung Lang unterwegs. Ja, da steht Tapsen im Moment, der bekommt jetzt gleich eine Flash. So, da sind doch die goldenen von Nuki. Oh, aber auch Tapsen komplett blind. Nuki hilft, aber schön von ihm. Zwei Frags gezogen, Tapsen. Oh, wieder ein guter Shot. So, Stuxi wird da an die Waffe rankommen. Nein. Chris J steht da mit der Scout. Alu macht auch schon dicht. Und Alu kommt an den Frag ran. Also Anti-Ecos okay, runtergespielt soweit. Jetzt gilt's. Erste Buyround bei Planet Key. Keine AWP. Ja, ich glaube, das werden sie sich wahrscheinlich auch ja, sparen. Gehe ich mal von aus, gegen Alu und gegen Chris. So gut Struxi auch heute spielt, glaube ich nicht, dass da Struxi sich das Duell antun wird. So, Alu hat das schon ausgeschlossen. Du hast wieder eine gute Flash bekommen, kriegt aber nicht den Frag. Und dann faced er vielleicht ein bisschen zu viel. So, Chris J auch wieder da. Smoked sich das zum Supporten. Und jetzt kommt kurz durch. Perfekter Move. Jetzt muss er wieder aufpassen von Lang allerdings. Chris J, und den wollen sie dann nicht wegkommen lassen. Schön, und den lassen sie auch nicht wegkommen. Legia in der Base und da war die Bombe. Also sie liegt noch oben. Sie ist zumindest nicht gedroppt. Immerhin das schon mal. Kurz. Aber jetzt ist Alu von Lang schon da und der kann da vielleicht gut Damage anrichten. Smoke liegt. Na, jetzt ist die Position wiederum etwas, ja, das werden wir Fokus drauf haben. Stavros, noch ein guter Headshot gegen Alu. Oh, Nuki durch die Smoke gegen Klü. Struxi. Oh, Alu. So, und das macht Nuki jetzt gut. Der rotiert nochmal komplett über City Base. Struxi hat das nicht auf dem Schirm. Ist Nuki da. Ja. Sehr, sehr gut gespielt von Nuki. Beide natürlich sehr erfahrene Spieler, aber guter Move. Ja. Hat dann natürlich Low HP, Bombe lag für ihn da oben, aber dieser Positionswechsel perfekt mitgedacht. Wo ich auch nicht so richtig verstehe, warum Struxi das City Base droppt. Denn an die Bombe kommt er von da halt nicht. So, lange jetzt ja, der Go. Vielleicht wollte ihn auch umlaufen. So, Bombe ist down. Struxi wird sie aber picken können. Legia steht für Mitte bereit. Jetzt kommt schön, die Flash. Next ist raus. Schöner, gut. Schöner, guter Move. So, und es geht weiter Richtung B. Alu. Erstmal in Mitte geschoben, ob da vielleicht was raus ist. Dann wieder Fokus auf Katas. Beide ohne Waffen. Ja, macht Alu. Frags, keine Probleme. Sieht wieder sehr solide aus beim Maus gerade. So, Planet Key mit der nächsten Buyround. Wieder ohne AWP. Und jetzt Chris J aber für Mitte. Ja, steht gut. Aufgestellt. Kommt die Mitte Smoke. Das heißt, er wird dann eher Richtung kurz peaken. Mitte Nate sitzt nicht. Keiner Crossline in der Mitte. Alu aber kurz schon vor und er wird jetzt gleich Contact haben. Da kommt die TBH-Flash. Ja. Gute Nate. Das ist immer die wichtigste Flash für die Spieler, die absolut, dann aus den Katas kommen. Und sie muss auch immer kommen. Vor allem gegen ein Team wie Mausports. Oh, schön. Chris J dagegen Stavros in der Mitte. So, und rotiert sofort Chris J und so kennt man ihn halt mit der AWP. Und so möchte man ihn auch sehen. Direkt mit dem Move in die Cutters. Alu steht jetzt währenddessen in der Mitte parat. Legia lockt da so ein bisschen. So, und bei Planet Key nochmal so ein Late B-Split. Also einfach. Alu steht gegen den Ersten. Nochmal gute Hits an Struxi. Und die Flash kommt zu spät von Legia. Flash kommt viel zu spät. Und jetzt ist Chris J dort alleine. Oh, macht den aber ersten. Er macht den Frag gegen die Bombe. Nex, 35 Sekunden auf der Uhr. Chris J, Bomb Plant wird durchgehen.
Ja, macht er gut, Nex. Wird das mutig. Aber jetzt natürlich Probleme, gerade gegen zwei Spieler in den Katars. Oh! TK und Nex holt es! Verdammte Scheiße! Ist der geil, der Junge! Oh, und starke wieder Nummer. Chris. Und wieder Chris mit dem Teamkill. Und Stavos schreibt er auch direkt. Danke, Chris. Ja, wenn Chris so weitermacht, kann man alleine ein ganzes Movie davon machen. Von ist Twitter nicht dafür nach hier gekommen? Oder? Da hat er richtig Footage dafür. So, Chris J. für ihn natürlich ärgerlich. Es ist der zweite. Der hier allerdings war deutlich entscheidender als der andere. Aber das sind gerne mal so Gamebreaker-Runden, ja, so Runden, so One-on-Threes holen und auf einmal dreht sich ein Match. Schauen, ob das jetzt auch wieder der Fall ist. Also Nex, wie gesagt, bisher mit einem richtig guten Event. Klü und Stavros im Moment noch gar nicht im Spiel. So, kurz jetzt vorgetastet, da steht Chris mit der M4. Oh, gute Flash. Ist komplett blind. Ich weiß nicht, aber da wird wahrscheinlich gleich nochmal mit irgendeiner Flash rumziehen müssen. Oh, zieht ja. Er ohne Flash rum. Aber wenn dann mit einer, die ihn nicht blind macht. So, Klü dort dann kurz. Aber trotzdem natürlich gut auch von Stavros, ne? Der schreibt danke Chris. Ihn beschäftigt das natürlich auch, aber nichtsdestotrotz gibt es auch bei Planet Key natürlich genug Leute, die bei sowas dann tilten können. Ja. Also. So, kurz jetzt Vollgas von Planet Key und Mausbox spielt ihn ganz schnell, super schnell hinter ihm. Das ist richtig gut gespielt von ihnen jetzt. Da kommt die Flash und sie sind ja direkt hinter ihm. Aber keiner hat Fokus. Nuki mit einem. Nuki noch gut gehittet. Und Alu kommt noch verspätet. Eventuell rechnen sie ja nicht mit Alu verspätet, sondern eher über lang wahrscheinlich. Ja. Und Alu kann sowas holen. Hier auf der anderen Seite auch Nex. Aber einzig ist richtige Entscheidung. Und vor allem wichtig jetzt auch für Planet Key sofort die Folgerunde zu holen. Vom Geld her. Ja, Alu hatte da halt nichts mehr wirklich, um da noch ein bisschen was anrichten zu können. Nee, vor allem auch kein Dev-Kit. Kein Dev-Kit, keine Nades. So, Mausbots wird danach auf jeden Fall in die Eco gehen. Also bisher behältst du mit der Theorie recht, nach so einem One-on-Three, dass sich das vielleicht hier dann nochmal dreht. Krasse Erfahrung, wissen wir ja. Wobei generell natürlich Mausbots da erfahren genug ist, um sich von sowas nicht beeinflussen zu lassen. Ja, ja, aber oft ist es halt auch einfach eine Kopfsache für das Team, das die Runde holt. Ja. So, mal gucken, wo man jetzt hier mit der einzigen Waffe hingeht. Alu am B. Ich gehe mal davon aus, dass die Offensiv-Move spielen werden an B. Das kennt man bei Maus, wenn eine Waffe vorhanden ist. Da kommt die Nate, ja. Und Alu wird versuchen, in die Katas offensiv zu peeken. Mit der Flash von DG. Kurz offensiv. Geht aber down. Sehr schön von Klü. Gut aufgepasst, zusammen mit Nex. Lega kommt dann nur an die Waffe ran und sofort weg. So, und das sollte eigentlich das Zeichen sein, dass man eventuell Richtung A gehen sollte. Kurz ist auf jeden Fall eine Doppeldeckung. Tabson und Nuki. Vega rotiert jetzt auch. Chris in den Cutters geht down. Ah, Klü mit dem nächsten gegen Legia. Die Runde spielen sie solide runter. Tabson noch, Nuki noch über kurz. Schrable auch noch Fokus auf kurz. Nuki kommt an die M4. Geht aber down gegen Trouble. Trouble mit 2. Trouble steht safe. 5-3. Also bisher noch kein Problem für ihn, dieses Finale hier. Hat er vielleicht auch ein bisschen gearbeitet an sich selbst, sich da nicht so unter Druck zu setzen. Ich würde mal sagen, wenn die Jungs von Planet Key 6, 7 T-Runden holen, sagen wir mal 6, ist das schon sehr in Ordnung ohne Pistol. Ja, und vor allem haben sie natürlich auch schon gezeigt, dass sie eine gute T-Leistung, eine gute CT-Leistung abliefern können. Genau deshalb. So, Mitte, gute Hits gegen Legia da von Struxi. Derzeit auch ein Standardaufbau bei Planet Key. Man hat zu zweit die Mitte, einer aimt die Cutters ab, einer eben lang. Und man versucht jetzt auch gegen lang anzugehen. Aber da steht im Moment man sieht halt auch den Unterschied, ne? Planet Key viel mehr Mitte fokussiert. Mausbots lässt jetzt dann die Mitte immer mal wieder offen. So, Tapsen jetzt an lang. Gute Flash, gut getimed. Zweit hinterher und jetzt müsste Nuki da nochmal eine Flash bringen. Er muss Backup und helfen. Ja, so, sehr schön. Er wird halt abgesmoked, gut gespielt von Planet Key. Und dann wird er durch die Smoke geholt.
So, und jetzt wäre eigentlich der perfekte Zeitpunkt, vielleicht für Planet Key nochmal zu rotieren. Ja, Chris J steht da auf jeden Fall auf dem A-Spot mit der Scout in der Hand. 3-4 Situation und der versucht da irgendwie über die Smoke zu blicken. Keine Chance. So, Legia pusht rein, macht einen. Alle trotzdem ganz gut Damage. Oh, schönen Hate von Struxi. Hallo, one on two. Und Chris J hat da im Jump auf jeden Fall wieder einen gemacht. Und das ist jetzt holbar für Alu. Beide Spieler Damage kassiert. Ah, aber dann nicht draufgekommen. Klübe 12, Struxi mit 28. Überleben hier. So, und damit kommt man hier auf jeden Fall wieder ran. Vierte Runde in Folge. Ja, und gerade in der Runde definitiv der Fehler da entlang. Tapsen war halt komplett alleine. Naja, Nuki wollte ihm da schon helfen, aber ja, wird halt abgesmoked. Ja, ein bisschen spät. Vielleicht noch mit einer Flash. Ich weiß nicht, ob Nuki noch eine Flash hatte. So, nächste Eco auf jeden Fall. Stavros mit der AWP erfolgreich gegen Nuki. Traut sich da die AWP zu. In letzter Zeit immer häufiger bei Stavros. Struxi fällt gegen Alu. Sofort der Refrag. Also das klappt sehr, sehr gut bei Planet Key. Auch gerade in der Runde zuvor. Stavros da zweimal mit dem Refrag jeweils. Oh, Chris. Chris J mit einem Top-Move da durch die Smoke. Jetzt irgendwie an die Arca rankommen. Und Klü. Dann sitzt schön. Aber die HE von Klü. Und auch ein guter Move, dass er da aus dem Tor rausjumpt, einfach nur. Sich erstmal ein bisschen selbst aus dem Feuer nimmt. So, 5-5. Spiel wieder komplett offen. Ja. Gedreht nach diesem 1-on-3, was Next geholt hat. Wirklich noch eine kleine Gamebreaker-Runde. Doppel-AWP bei Maus. Chris an Lang, Alu in der Mitte. Stavros faced gegen beide nicht. Struxi bekommt immer noch die AWP. Ich weiß nicht, ob er da Mitte nochmal facen wird. Aber Alu steht sehr, sehr offen mit der AWP. Mitte Smoke. Also auch da ganz normaler, ruhiger Standardaufbau bei Planet Key. Mit TWH, vielleicht mit allem drum und dran. Einfach nur erstmal die Mitte einnehmen, erstmal Kontrolle haben. Im Moment sitzt das Aiming, im Moment macht man die Frags. Aber man könnte jetzt Probleme haben mit der AWP von Alu. Gut durchgemoved. Der zweite, ja, kommt einen kleinen Hit. Nicht wirklich viel Damage, 28 in dem Fall. Und dann Tapsen hat Trouble gesehen und Tapsen bekommt ihn auch. Struxi steht dann noch mit der Awe. Nuki währenddessen dann kurz und der könnte gleich Support vielleicht kriegen von Chris J und die bekommt er auch. So, jetzt muss wieder Tapsen aufpassen. Chris J muss sich auch beeilen. Tapsen. Ah, gute Flash. Und jetzt ist nur noch Glü. 1-4. Bombe liegt offen. Ja, da wird Klü nur sehr wenig machen können. Hinten auch schon zugezogen. Ja, hat er jetzt auch noch mal kurz sehr gecheckt. Schöne Deckung da anlang von hinten. Alu und Legia. So, 15 Sekunden und Mausbots wird wieder versuchen, das so durchzuspielen, dass er nach der Zeit dann erst geholt wird. So, aber jetzt läuft er nach hinten und Legia, ja, da rennt er schnell weg. Ja, gut, das kann er dann nicht mehr. Also Legia versucht noch ein bisschen Zeit rauszuholen. Kommt man auch richtig sehen, also er hat sich wirklich Zeit gelassen. Ja, aber selber zu sterben, ne, oder dem Gegner kein Geld geben. Ja, im Moment ist Mausbots nicht in der Position, sich sowas erlauben zu können. Sagen wir es mal so, nach ein paar Runden in Folge. AWP wieder bei Planet Key, Stavros in dem Fall. Nimmt da gegen Lang, kein Kontakt. Ne, diesmal der Kurzboost gewesen für Maus. Und Chris J steht da wieder auf der Boost-Pose für Katas. Dann müsste gleich die TBH vielleicht kommen, bevor Klü rumzieht. Aber noch ist keiner da, der sich schmeißen kann jetzt erst. Stavros und Chris J. Nein, die sitzt nicht aber blind. Nicht. Ja, Chris J verschießt. So, das war auf jeden Fall ein Flame auf Holländisch. Ja, ich frag nicht, ich weiß es nicht. Struxi da mit dem Frag gegen Alu. Und jetzt Trouble. Dürfte eigentlich nicht unbedingt erwartet werden. Und Trouble macht das gut. Und er knifet ihn. Och. Er knifet Chris J. Wie gut. Er knifet Chris J. Und auch noch der Frag. Auch, wie gut. Und damit auch noch Tapsen geholt, der überhaupt nicht gecheckt hat, dass er da scheinbar von lang kommt. Und jetzt kommt auf jeden Fall Anti-Stimmung da rein bei Maus. Oh, oh, und da wird sich jetzt untereinander ein bisschen geflamed hier zwischen Chris J und Tapsen.
Legia noch. So, das jetzt endlich mal Phasen, die wir hier auch natürlich deutlich besser sehen können, da wir hier alle Spieler natürlich überblicken. Also. Aber fällt dir das auf, Trouble direkt viel ruhiger? Also, ne, da wird nicht groß irgendwie, weiß ich nicht, gecheert nach so einem Knife-Kill. Ich kann dir versprechen, wenn Trouble diesen Knife-Kill eben im ersten Match gegen MTW macht, hätte es sein können, dass er ihr komplett blank zieht vor Freude, so wie die ausgerastet sind. So, Trouble steht auch jetzt erstmal auf und gönnt sich da erstmal einen Drink, glaube ich. Ach, erstmal einen heben auf den Knife-Kill. So, hat ja, Kühler hat ja im Chat auch ein bisschen geflamed und Tapsen auch mit einem roten Kopf-Tastatur ist da rausgeflogen, der USB-Stick. Okay, ich nehme alles zurück, was ich gesagt habe. Ja, also. Ob Trouble weiß, wenn er die Dosen Red Bull so auf den Tisch haut und jetzt aufmacht, dass es eventuell gleich nochmal Rechnerprobleme gibt. Ja, ich sag mal, Olaf M. hat das ja mit der Cola bewiesen auf den SLTV Finals. So. Aber Trouble haut da auf jeden Fall einen Spruch nach dem anderen raus. Liga genießt ihn auf jeden Fall. Liga denkt sich nur, warte mal ab. Zeigt dem die drei. Ja, die haben wir vor diesem Finale gar nicht gesehen, die Anzeige. Vielleicht und ein Grund. Also, die Pause drinnen, weil es eben Tastaturprobleme gab und vielleicht trotzdem noch mal ein bisschen Zeit, um sich da auch ja, wieder ein bisschen runterzukommen. Vor allem zwischen Tapsen und Chris J. gerade. Ja, da ist Leben in der Truppe, weißt du das? Ja gut, Chris J. hat, glaube ich, damit gerechnet, dass Tapsen noch bei ihm ist. Auf der anderen Seite hat Chris J. dann auch nicht gesagt, dass er hinter ihm war. Und Tapsen wird dann halt auch von hinten geholt, ohne ja zu wissen, was da abging. Natürlich kann er oben gucken, aber ne, die ganze Zeit oben rechts hin schaut man natürlich auch nicht. So, Maus mit einem Force-Buy. Tapsen an lang. Hat das auch wirklich bis auf den letzten Tropfen aufgekauft. So war das Nuki nur mit ZZ spielt, wenig Equipment. Aber die AWPs. Und Chris J. macht es da durch die Smoke. So, jetzt erstmal gegen Klü zurückgeflamed, der vorher Chris J. im Chat natürlich ein bisschen angestachelt hat. Ja. Oh, der dritte Teamkill. Ach du Scheiße. Hier ist Feuer drin. Ach du Scheiße, das der ist dritte Teamkill. Aber ich weiß auch nicht, ob Legia da jetzt. Das sah auch ein bisschen nach Absprachefehler aus. Ja gut, und da freut sich also, da hat man natürlich schon gesehen, dass das ein CT ist. Aber er will immer heißer. Oh, der macht den nächsten. Und Chris J. will es natürlich wieder gut machen. Ah, und Chris J. macht es wieder gut. Ist er der Erste, der in dieser Runde 6 Tracks macht? Nein. Nein. Naja, warte mal ab. Oh, dann ist Trouble da, der hier auch nochmal Gas gibt. Auf geht's und jetzt. Und Legia, der freut sich natürlich hier komplett. Also. Jetzt weißt du auch, wofür die 3 stand von Legia. Ja. Und sie schlägt wieder zu, die angezeigte 3. So, aber Trouble, die Runde wird auf jeden Fall nicht mehr geholt. 10 Sekunden auf der Uhr, Trouble will nur noch die Arme saven. So, und jetzt sind wir mal gespannt. Also, Chris J. scheint doch noch sein komplett eigenes Movie zu wollen. Also, ich bin mir ziemlich sicher, dass er ein eigenes Movie bekommt. How to Team Kill on EPS Finals. Made by Tweeday. Ja, und die Frage ist nur, but still win? Oder eben nicht? So, Chris J., Alu wieder mit Aave. Und währenddessen wird jetzt Tapsen angegangen. Nuki flasht ihm. Da kommt sie. Tapsen allerdings auch blind. Bisschen zu früh umgedreht. Also die Flash von Nuki natürlich nicht schlecht geworfen. Tapsen face nochmal ohne alles. Nur, dass wir das hier nochmal dazu sagen, ne, war dann wieder Teammate, der wieder zu früh sich umdreht. So, 3 gegen 3 Situation und Mouseboards dreht wieder um. 3 gegen 4 war das übrigens, sorry. Star Wars da super low AP. So, und bei Chris J. merkt man sofort, bei ihm ändert sich der Stil gerade. Der geht nämlich jetzt viel, viel mutiger vor. Ja, ich glaube, Klü hat da die richtigen Worte verwendet. Ich möchte es nicht wiederholen, aber. Möchtest du nicht? Oh, nee. Schön von Chris. So, man versucht es dann trotzdem nochmal über Mitte. Und da steht Nuki mit der M4. Hat eigentlich eine gute Position, so eine kleine Joker-Pose fast schon. Jetzt aber rechtzeitig weggekommen. Oh, und sie laufen genau in diese Falle rein. Und Nuki mit dem nächsten.
spielen sie sehr gut. Maus. Und jetzt geht es schnell zu B. Struxi noch mal mit einer späten Flash. Währenddessen aber Nuki und Chris J beide orientiert für Mitte B. Nuki müsste jetzt die Steps hören. Hat jetzt sogar eine gute Position. Oh, wird ein bisschen zu gierig. Ja, aber er kriegt Next halt auf 8 HP runter und das war eigentlich der Plan. 10 Sekunden auf der Uhr. Wenn er da den Frag macht, wird Struxi wahrscheinlich nicht mal an die Bombe rankommen. Ja, so, nun Chris J. Oh! Oh! Und dann ist dann Next wieder da. Also der Junge, der hat hier heute wirklich die Ruhe weg. Und man muss das also, was der für wichtige Runden heute schon geholt hat. Und das ist ja auch nicht ganz so einfach. Es ist ja auch nicht so, dass er jetzt 35 LAN-Events schon auf dem Buckel hat oder sonst was. Nein. Also er spielt das sehr routiniert runter, ist auch nicht nervös, also Chapeau, der gefällt mir sehr, sehr gut. Neue deutsche Hoffnung. So, Chris J. hat auf jeden Fall schon einen Hit bekommen. Währenddessen wird jetzt aber Mitte hochgepusht. Alu. Ah, ein bisschen unruhig. So, Tapsen auch gesehen worden, Chris J. schon rotiert. Und jetzt kurz. So, da war ein guter Shot auf jeden Fall von Tapsen an Klü. Headshot-Rampe auch angesagt. Next wieder schön und da ist die Bombe down. Die haben sie jetzt komplett unter Kontrolle. Oh, die sind auch beide gecallt. Und blind macht er den, der Klü. Ja, der kriegt auch gerade alle Granaten ins Gesicht. Okay. Okay. Gedankt. Boah, schöne Halse von Planet Key. Wirklich schöne Halbzeit. Also, ja, das war wirklich eine spektakuläre Vorstellung. Das, das erste Drittel der ersten Hälfte komplett in der Hand von Maus. Das zweite Drittel komplett in der Hand von Planet Key Dynamics. Und dann am Ende Schlagabtausch hin und her. Also Runde für Maus, Runde für Planet Key, Runde für Maus, Runde für Planet Key. Ja, und die letzte war dann einfach komplett offen. Und die ging hier einfach mal wieder an Planet Key. Also 8-7, schönes Halbzeitergebnis. Ja, und dieses Spiel viel Feuer drin. Natürlich kann man wieder sagen, es hätte wieder in die eine Richtung anders ausgehen können. Aber genauso kann man sagen, hätte es auch in die andere Richtung ausgehen können. Also ne, mit Next kam dann so ein bisschen der Umbruch. Dann kamen die Fehler bei Maus rein. Ein Teamkill von Chris J an Legia. Und ein, Und dann einmal geneift worden von Trouble, was auch nochmal intern ein bisschen für Beef gesorgt hat. So, Planet Key spielt die Mitte sehr aggressiv. Sehr offensiv, ja. Mit Trouble, Klü und Stavros. Ja, ihr sitzt auf beiden Seiten, glaube ich. Ja, fast. Wo Stavros dann natürlich mit einem größeren Nachteil rausgeht. Klü hat jetzt noch eine ganz wichtige Position. Klü Nummer 1. Klü mit dem... Nein, wenig HP da noch. Hat da keine Chance, er kommt da nicht weg. Aber auch Tapsen und Chris mit den Frags. 3 gegen 3 Situationen. Und HP-technisch ist es relativ ausgeglichen. Währenddessen Alu aber lang durch. Und das haben sie nicht auf dem Schirm. Ja, aber Struxi aimt da gut die Mitte noch ab. So, dann Stavros versucht zurückzuschieben, währenddessen der Rest über lang gekommen. So, solange Next nebt, gebe ich die Runde nicht auf. Nur der ist am B und Struxi ebenfalls über B cut das, um da komplett auszuschließen. Jetzt dürften sie wissen, es wird lang gehen. Next, Bombe wurde drüber geworfen. So, Alu plantet. Und da hätte man eigentlich einen Langplant versuchen können. Aber Tapsen kommt nochmal von hinten. Tapsen sehr gut. Next schön backstabbed und... Next angesagt, jeder zieht nacheinander rum und Mausports sichert sich hier die 6. Pistol Round. Ja, also noch keine Pistol-Leute abgegeben. Genauso wie sie bisher in der kompletten EPS keine einzige Map abgegeben haben. Und irgendwann ist immer das erste Mal. Auch diesen Spruch gibt es. Vielleicht ja jetzt schon. Also sehr, sehr defensiv, gerade Legia, der aimt die Cutters komplett defensiv ab. Also ich guck da wahrscheinlich so einen ganz kleinen Spalt, den er da sieht. Da muss selbst ich mich schon mit dem Kopf fast in den Monitor lehnen, um das zu sehen. Und nur weil es hier auch sehr stark reflektiert. Das ist richtig, sonst würde ich sowas natürlich sehen. Aber Trouble auch. Lang nur Info. So wird er einen Shot setzen. Mit 4 Augen hier aufs Spiel schaut, der muss ja natürlich da auch den Durchblick haben, ne? Ich verstehe gerade nicht, was du meinst. Na, dass du die Durchblickbrille anhast. Ich dachte, du sagst jetzt, ich sollte, was ich denn durchs Fenster gucke, ich soll reinkommen. Ja, das sowieso. Ne, ne.
So, Trouble. Und die gehen über Mitte raus. Das haben sie aber auch gar nicht auf dem Schirm gerade. Na doch, Struxi erwartet das. Sie schleichen raus, komplett, ohne Smoke. Jetzt kommt sie sehr spät. Ja, Struxi rechnet Struxi dann da natürlich mit. So nah schon noch nicht mit ihnen gerechnet. Da sollte man bei Planet T ja, das Equipment safe. Man hat Kevlar, man hat Helm, man hat drei ganz gute Pistols soweit. PZ50, kommt eine Deagle auch bei Traveler, jawohl. Kevlar Helm, Kevlar Flash. Auf jeden Fall das Equipment safe. Nächste Runde nochmal angreifen. Das bringt jetzt gar nichts mehr. Vielleicht hat man Glück im Mausbox. Tut ihnen den Gefallen, rennt da noch rein. Chris könnte das wagen mit seiner Glock. Der muss eigentlich mal versuchen, irgendwo hinzugehen. Aber gut, wir hatten eine 5-7. Aber selbst damit müsste er eigentlich nochmal versuchen, irgendwie Info zu sammeln. Auf jeden Fall überstehen sie das Flawless. Nächste Runde. 9-8. Und vor allem bleiben sie da alle in den Katas stehen. Also wollen wirklich gar nirgends raus. Angst, dass sie da irgendwo abgegammelt werden. So, und Mouseboards erstmal wieder in Führung. 9-8. So, Maus. Gleicher Aufbau wie gerade. Sehr, sehr langsam. Lang kurz ein. Tapsen mit dem Contact gegen Stavros da an kurz. Währenddessen Alu lang auch schon den Contact gegen Trouble. Kommt den Hit, den Deagle-Hit. Ja, Trouble noch mit 100. Tapsen kriegt jetzt die Mitte Flash. So, da soll jetzt kurz Flash kommen, dass Nuki davor geht. Und komplett Gold. Ja, komplett blind. Jetzt noch kein Hit. So, und sie wollen weiter vor Richtung kurz. Und da steht man zu dritt. Aber ein schöner Molotov jetzt von Chris on spot. Sehr schön. Zwingt Stavros da zu verschieben. Ja. Headshot. Weiter mit guten Hits. Ja, das sieht sehr gut aus. So, jetzt wird hier B-Split angesagt, aber ja, jeder macht da seine Frags und Mouseboards. Auch wenn da gute Hits gegen sie dabei waren, trotzdem hier wieder Flawless durchgekommen. AWP bei Chris. Auf der anderen Seite kein Geld für eine AWP. Und Chris wird da sofort Richtung Lang sein Glück versuchen. Zusammen mit Tapsen, hoffentlich, dass es diesmal besser geht. Tapsen nämlich in Acht. Er wird erst mit der Flash rumgezogen. Tapsen war schon lange schon raus. Ja. So, Glühfeld. Ja, Stavros ist nicht direkt bei ihm. Macht den Frag, sehr schön. Hallo, jetzt auch nochmal raus. Da braucht Stavros aber jetzt Hilfe. Da muss. Ja, Trouble kommt schon. Oh, Nuki fällt. Ja, nur Fokus gerade auf Probe kommen. Gehabt. Das ist schön gespielt, genauso muss es sein. Und jetzt kommt ist Chris J wieder da. Und nun auch Trouble gute Hits bekommen. Trouble schön. Geht down gegen Alu. Ja, und da hat Chris J wieder keine Hilfe bekommen. Alu wollte auch wieder zurück. Chris J wollte weiter Gas spielen. Next spielt das jetzt auch gut, der spielt nur auf Sound. Ja, so viel dazu. Ja doch, macht er richtig. Ja, das sind natürlich die alten Gob-B-Weisheiten. Niemals sterben, wenn man noch Granaten hat. Oh, er hat ihn gesehen. Schild von Nex. Also ja, der Junge. Der ist wirklich überragend. Ist doch schön, das auch mal wieder zu sagen, oder? Dass man das Gefühl hat, man hat ein richtig, richtiges, starkes Talent da drin. Hab ich lange nicht mehr gesagt. Du hast ja aufgehört irgendwann. Das zu sagen? Genau. Ja, das ist schön. Man kann halt nur hoffen, dass er auch weitermacht und weiter motiviert bleibt. Und nicht dann eben nach einer Season, das ist ja immer die zweitspannendste Phase eigentlich, nach den Finals, wer alles aufhört und wie sich die Teams wieder neu zusammenstellen. So, Mitte jetzt der tiefe Smoke von Maus, die gibt ihnen viel, viel Spielraum da in der Mitte. Und Maus entscheidet sich erstmal kurz einzunehmen, etappenmäßig. Vielleicht kommt Nuki und Tapsen. Trouble über die City Base, Stavros im Goose und Klü wieder allein lang. Also der gleiche Aufbau eigentlich wie im Spiel gegen MTW eben. Trouble da immer. Trouble, glaube ich, immer auf Nuke immer den Schieber. Immer gemacht, Schieber, oder? Ja.
Ja gut, ist halt der erfahrenste Mann, der das Spiel vielleicht am besten lesen kann. So, und Stavros Ingus, der braucht da irgendwie... Oh, ja, da kommt schon geflogen. Fablen kann er eigentlich nicht viel machen, aber er macht zumindest den Frag gegen die Bombe. So, und Klü von Lang auch mehr oder weniger aus dem Spiel genommen. Und Nex versucht da wieder durch die Smoke hochzugehen. Jetzt hat er eigentlich eine ganz gute Smoke für sich selbst. Um da weiter vorzugehen. Jetzt kriegt er natürlich ein paar Nades ab. Noch ein Headshot. Sieht ein Köpfchen. Ja. Aber leider nur eins. Klü währenddessen auch schon gestorben. Damit nur noch Struxi. Eins gegen drei. Und die Arve wird er hier versuchen durchzubringen. Und man hat gesehen, Struxi hat gewartet, ob da Nex vielleicht noch die Runde ein bisschen eröffnen kann. Ja, wenn er Legia da rausnimmt, wird Struxi sicherlich nochmal zur Hilfe kommen. Aber so, keinen Sinn. Struxi noch mit dem Frag gegen Alu. Muss natürlich jetzt damit rechnen, von überall gepusht zu werden. Aber beide Spiele bei T-Base. Ja, und da wird auch keiner mehr rankommen. Also Struxi behält die Arve. 11-9. Aber Planet Key ohne Geld. Man hat wirklich nur die Arve. Man könnte Star Wars Nex, aber das ist zu hohes Risiko bei dem Spielstand. Nee, würde ich auch nicht machen. Damit Mauser nicht zu weit wegzieht. Vielleicht ähnlich jetzt mal versuchen, wie Mausbots das eben gemacht hat. Mit so einem B-Push jetzt, mit der Arve. Ja, und die spielen jetzt einen schnellen B-Go, aber Maus, Big Contact Go. Da steht Nex. Close Distance. Keine Chance gegen Legia. Oh, er fällt. Trouble schnell nach. Alu wartet noch ein Lang. Star Wars über Katas. Da wird Tapsen spotten. Ja, schöner Move. Oh, Alu den Frag gegen Klü gemacht. Struxi wird wieder versuchen, seine Arve zu saven. Alu ist da auch schon auf der Jagd. Und Trouble wird jetzt auch geholt. So, nun Alu vielleicht wieder mit der Möglichkeit. Ja, schon. Struxi bekommt ihn. Hat da erstmal nur Mitte geschaut und nicht gesehen, dass er kurz kam. Jetzt Nuki. Schön. Schön. Ja. Trotzdem noch drei schöne Frags von Struxi. Spielt auch echt eine solide AWP. Spielt halt eine andere AWP als zum Beispiel in Chris oder so. Ja, vielleicht dann also eher so deutlich safe. Ja. Safe AWP. Ja. Ist halt so ein bisschen vielleicht ja, wie Humpen. So eine Art Humpen ist jetzt auch nicht. Hat zwar so ein bisschen seinen Stil auch ein bisschen angepasst, Humpen, aber die alte Schule AWP. So, und Maus will halt gleich lang einnehmen. Wird gleich Smoke und Stavros mit zwei Frags. Gegen Ado, gegen Tapsen, war nicht blind. Ja, den Move habe ich auch nicht ganz verstanden. Hat Nuki geflasht drüber, oder? Also so richtig, also ja. Also ne? Jetzt nicht weil Nuki, aber... Nee, weil erst wollte Tapsen eigentlich, dann Alu. Dann sind aber doch beide rausgegangen und... Ich weiß nicht, ob Nuki dann halt für sie geflasht hat, aber es sah nicht so aus, als wäre da irgendeiner blind gewesen. Ja, also vielleicht sind sie auch ohne Flechter rausgezogen. So, Chris peekt jetzt an lang vor und da eventuell... Vielleicht Kontakt haben gegen Glüh. Sofern der nervös wird. Nee. Also sie wissen anscheinend, dass er da ist. Sehr schön von Glüh. So, AWP ist auch angesagt. Legia müsste auch bekannt sein. Jawohl, geht down gegen Stavros. Und noch Chris Andang. Der ist bekannt. So, Trouble, macht er noch ein zweites Knife. Nein. Er wollte ihn boosten. Also, ich glaube, da kam der Call. 12-10. Das ist auf jeden Fall ein Spiel auf Messerschneide. Das kann gleich vielleicht eine Runde sein, ein Fehler, den ein Team macht. In dem Fall wahrscheinlich so eher Mausports und ja, das kann hier wieder gut in die Overtime gehen. Und meine, das wäre natürlich wieder würdig hier für ein Finale. So, Star Wars geboostet worden mit AWP, schiebt direkt Richtung Mitte und bekommt direkt den First Break. Tapsen ist down. So, also Planet Key immer wieder mit ganz schönen Akzenten, die offensiv gemacht werden. Und ich glaube, das ist genau das richtige Konzept hier wieder gegen Maus. Ja klar, nicht verkriechen. Das machen ja viele Teams, ne, wenn man unterlegen ist. Zumindest auch Papier unterlegen. Und das spielen sie jetzt wirklich sehr, sehr gut dagegen, Maus ein bisschen zu agieren. B-Split jetzt. Also komplett. Ach, schön. Legia.
Max noch mit dem Frag, Trouble auch noch. Nur noch Legia, der ist auf B. Bombe ist down in der Mitte. Ja, und Trouble, schöner Headshot. Schönes Ding. Star Wars und Trouble. Eco bei Maus. Und damit kann Planet Key jetzt direkt wieder drankommen. Ja, das 12-12 ist möglich. Das bleibt weiterhin wirklich eng. Und ich bin gespannt, wann dann vielleicht mal ein Timeout kommt seitens Mausports. Kazuya, der im Hintergrund auch viel mitbekommt, da vielleicht dann von außen noch mal ein bisschen was ja, regeln kann. Ja. Spiel mit dem Frag an lang. Trouble. Trouble. Schöne zwei Frags. Stavros noch zur Hilfe. Alu wieder an. Kurz durch. Oh, schöner Headshot dagegen. Stavros. Alu! Oh, aber dann wird er da aus der Mitte getackert von Nex und Schloxi. Aber nochmal zwei gute Shots. Ja. Also es sind schon Mausports eigentlich alle auf einem Frag-Level. 16, 15, 17 Frags. Auf der anderen Seite eigentlich auch ähnlich. Also da ist keiner, der so richtig abfällt. Naja, es steht 12-12 letzten Endes, ne? Ja. Also, aber es gibt keinen, ja, da hast du recht auf jeden Fall. So, jetzt Mausports mal relativ schnell kurz wieder unterwegs. Ja, schneller Go. Das kann ich wie Onspot steht. Trouble da. Trouble und Star Wars in der Grube. Da muss noch und eine Flash kommen, bevor Trouble hilft jetzt diesmal. Die Nate tut weh. Boah, die hat richtig weh getan. Trouble move die das Nate gut. Hat viel Damage gemacht. Trouble kriegt nur einen, vielleicht zu wenig. So, wir sehen den neuen Bombplant. Bombplant wird auf jeden Fall. Schön, und da ist der Retake. 13 zu 12 und damit geht Planet Key das in Führung. Nicht das ja, erste jetzt Mal, wird man das, in Führung jetzt wird man aber das erste Mal wieder ein bisschen lauter. Ja, ist ja absolut auch ein Ding gewesen, den man, da war ein Halt bei Karlsatum, das war nicht so weit entfernt, ja? Zumindest laut Community und die haben das so ein bisschen das ja, Gegenteil bewiesen und haben auch gut Gegenwind bekommen. Da waren ja so einige Vorfälle, die das Team hätten auseinanderreißen können und anscheinend harmoniert es doch besser, als man erwartet hat. Ja, also der Vorteil von dem Team ist einfach, dass man sich aufeinander verlassen kann. Spielerisch, in-game. Ja, alles andere können wir jetzt natürlich hier von außen nicht wirklich beurteilen, aber ja, letzten Endes, ne, jeder kann mal einen wirklich extrem überragenden Tag haben. Das haben auch Trouble und Klü in einem Interview oft genug gesagt, also jeder kann den Madfragger machen. Ja. Hat man ja heute auch schon gesehen. Trouble jetzt hier mit einem guten Spiel, dann ist es ein Nex. Ja, Klü heute vielleicht noch nicht so on level. Oh. Trouble bekommt einen schönen Headshot und auf einmal ist B offen. Ja, und damit sofort die Waffen gespeichert, gesaved. Stavros stirbt dann noch. So, Klü wäre noch wichtig, den zu holen. Für Maus wäre es auch andererseits wichtig, hier keine Waffe abzugeben. Und Alu. Keine Chance. Ist da. So, also vier Waffen durchgebracht bei Planet Key. Kann man auf jeden Fall noch mal kaufen. Trouble muss gelegt bekommen. AWP. Nur bei Stavros, mal gucken, wo er dafür steht. Steht für Lang und Chris na, steht für B. Schade. Und Maus könnte nächste Runde nochmal kaufen, wenn sie diese hier abgeben sollten. Stavros wieder kurz offensiv, er bekommt den Frag. Also Stavros jetzt bisher noch nicht mit sehr vielen Frags, aber dafür mit, ich glaube, 2, 3, 4 First Frags schon, mit der, ja. Gerade mit der AWP. Entry Frags. Sehr, sehr wichtig. So, Maus, spielt man nochmal diesen BGO. Tapsen, checkt nochmal lang. Flüher immer mal wieder gerne da in dieser Position offensiv. So, auf jeden Fall von den CTs alle Smokes schon gezogen. Mausbots, alle Spieler haben noch ihre Smokes. Mitte ein bisschen anfällig bei Planet Key. Das merkt Mausbots, geht jetzt. Ja, und auch das spielen sie halt komplett anders. Ne? Also gegen MTW vorhin sehr starke Mittekontrolle. Und jetzt kommt Legia. Oh, Nex wieder rechtzeitig drauf. Wieder ein guter Hit auch gegen Nuki. Roxy macht 2. Alu auch noch gesehen. Alu, Lower P. Alu, down. Roxy.
Schön rumgezogen. Und dann hier die Runde wieder zurückgeholt. So, Planet Key, Runde Nummer 14, wieder in Führung. Mousebots könnte kaufen und sie tun es auch. Also man will nicht diese 15. Runde dazulassen. Und man weiß, Planet Key, die haben auch nicht so mega viel Geld. Also Struxi anscheinend kleiner das 2 Veteran. Auch hier jetzt wieder ganz, ganz oben bei den Jungs. Schönes Spiel von ihm. Trouble geht mit das Botten. Kam der Call, glaube ich, so schon von Trouble Mitte Close 2. Also sie sind auf jeden Fall, also Trouble gefällt mir auch sehr, sehr gut. Der rotiert immer, hat ein sehr, sehr gutes Timing beim Rotieren, beim Verschieben. Schöne Nades von Star Wars da, gegen Kurz. Kann sich da sehr, sehr drauf verlassen, Star Wars. Und jetzt wird er überlaufen, jetzt wird er überlaufen, Trouble. Gute Trouble Hits. Ist da und Klü ist ebenfalls da. Jeder gerade seinen Schöner Frank gemacht. Headshot, Klü auch damit noch. Nur noch Alu. Alu gegen 4 noch. Ach, Alu down Runde. Und es ist die Runde Nummer 15. Planet Key Dynamics. Man steht mit einem Bein davor, die erste Map zu holen. So, und Trouble, der freut sich da schon mal. Ja, aber dann auf der zweiten Map, dann nochmal den Fokus halten. Ich meine, die Jungs kennt man. Heißt Spawn. Durch und durch, jeder einzelne. So, Mousebots mit kaum Equipment hier in dieser letzten, vielleicht letzten Runde. Kein, ja, wenig Damage gesetzt dagegen. Klü. Chris mit der Scout. Arbeitet sich ein bisschen vor. Trouble rotiert wieder Richtung Mitte. Chris J währenddessen Klü raus. Klü mit dem nächsten Headshot entlang. Und der Call kam schon vor B. Mousebots genau in dem Moment rotieren sie nochmal, gehen in die Cutters rein. Auch das eine gute Entscheidung. Aber auch der Call jetzt wieder von Struxi, also der ist sehr aufmerksam. So, Chris in vorderster Form mit seiner Scout. Sieht da Nex. Struxi wieder mit guten Hits und Nex ebenfalls. Und da ist sie, die Map Nummer 1 für das Team von Planet Key Dynamics. Also, da wird es am Ende hier nochmal umgedreht und Planet Key Dynamics übernehmen die Führung und damit auch die Map Nummer 1. Trouble, ja, da kann man sich freuen. Da zeigt er erstmal seinen Bizeps. Natürlich, zu Recht. Das war der Knife-Arm, der da in den Rücken von Chris J kam. Also, Map Nummer 1. Für Trouble. Und jetzt heißt es, hier weiterkämpfen, weiter durchziehen und nicht nervös werden. Ja. Also, starke Nummer, Planet Key, Dynamics. Am Anfang sah es nicht so aus, als könnte man hier gut auf das 2 gegenhalten. Aber dann war auf jeden Fall der Neckbreaker da. Nex, der hier wieder ein One-on-Three gestanden hat. Ja. Und dann erstmal 5 Runden aufs Konto von den Jungs von Planet Key Dynamics gegangen. Guter Schlagabtausch. Wieder Mousebots mit 2 Pistols, trotzdem dann am Ende verloren. Und ja. Planet Key Dynamics, wirklich ein gutes Spiel gemacht. Struxi und Nex, die gefallen mir heute überragend. Trouble, kein Ausfall, auch gut gespielt. Und Klü hat auch mehr so seine Phasen als noch in der ersten Partie. Ja. Also, wir freuen uns, gespannt auf diese zweite Map. Wir gehen ab in die Werbung. Und damit sehen wir uns gleich wieder hier auf den EPS Summer Finals 2014. Bis gleich.